Willkommen zum nächsten Vortrag, Buchhaltung leicht gemacht mit Floss von Kahn. Vielen Dank. Ich nutze gerne Emacs, sonst bin ich kein Fan von so von den Sachen hier. So deswegen würde ich viel lieber immer im Terminal bleiben und deswegen auch in diesem Vortrag werden wir hauptsächlich Software haben, die man im Terminal nutzen kann. Ja, und sonst ich versuche irgendwie mich mit meinen eigenen persönlichen Finanzen möglichst auseinanderzusetzen, immer halt gut alles durchzuorganisieren und noch dazu bin ich in einem Verein als Customer tätig. So, ich dachte, irgendwann habe ich mich halt so ein bisschen Zeit geschaffen und einfach mich eingelesen in das Ganze und heute gebe ich es halt weiter. So, Buchhaltung, was ist denn überhaupt doppelte Buchhaltung? Effektiv, man kann sich das so vorstellen, dass man hat Geld und wenn eine Transaktion eben durchgeführt wird, dann geht das Geld entweder weg oder es kommt Geld dazu. In einfacher Buchhaltung hat man eine laufende Summe, zum Beispiel 100 Euro und dann 50 Euro wird abgezogen und das ist die Transaktion. Was mit diesen 50 Euro passiert ist, ist irrelevant. Aber bei doppelter Buchhaltung ist es viel mehr, man hat Konten oder viel mehr, ja genau, also effektiv Konten und alle Transaktionen müssen zwischen Konten quasi stattfinden. Im Sinne davon, wenn irgendwo Geld weggeht, dann anderswo muss Geld reinkommen. Also ich habe hier geschrieben, die Kirchhoffschen Regeln, die man aus Physik kennt, alle Spannungen, die an einen Punkt so reingehen und halt rausgehen, müssen am Ende halt Null ergeben. Und das ist bei den Transaktionen eben auch so. So, es ist nicht immer intuitiv, weil schließlich, ja, zum Beispiel Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben, Einnahmen als Minuswerte zu haben, kann ein bisschen verwirrend sein. Aber dafür, pro Transaktion haben wir mehr Informationen. Und das zeige ich jetzt. Ich habe 4 Pinguine und dann ich gebe 2 Pinguine weg und dann die Transaktion ist, ich habe ein Konto Penguins, -2. Ja, aber was ist mit den 2 Pinguins denn überhaupt passiert? Das ist bei nicht doppelter Buchhaltung und bei doppelter Buchhaltung ist, ich habe das Konto mit 4 Pinguinen und die 2 Pinguinen, die ich weggebe, kommen in ein anderes Konto rein, sodass die Transaktion am Ende 0 ergibt. Aber hier habe ich mehr Informationen, nämlich ich weiß, wofür ich diese Pinguine überhaupt ausgegeben habe. Ja? Pro Transaktion habe ich dann mehr Informationen effektiv. Und wie gesagt, es gilt immer, dass die Teiltransaktion, also man kann sich das so vorstellen, jede Zeile ist eine Teiltransaktion, es kommt Geld rein oder raus und wir wissen ja sowieso, dass es am Ende Null ergeben muss. So deswegen, es ist nicht immer nötig, das alle Werte explizit anzugeben, weil nach Logik folgt es bereits, dass da Geld rein oder rausgehen muss. Also in dem Fall ist es noch dazu explizit zu schreiben, dass bei einem Konto Expenses Gifts 2 Pinguine reinkommen, ist ja nicht nötig, weil wenn die 2 Pinguine von meinem Penguins-Konto weggehen, dann sie müssen irgendwo reinkommen, weil sie sich einfach nicht in die Luft auflösen können. So deswegen auf diese Art und Weise kann man diese Transaktion auf diese reduzieren. Genau. So. Bei Einnahmen, wie das halt effektiv funktioniert ist, es ist immer gut, wenn man an eine Seite der Transaktion das Vorzeichen festgestellt hat, dann weiß man, dass es an der anderen Seite das Invertierte sein muss. Also bei Einnahmen schließlich, die Person, die das Geld bekommt, hat ja mehr Geld. Und wenn es mehr Geld ist, dann heißt es muss zwangsläufig ein Plus sein. Also das Konto muss dann im Nachhinein mehr Geld erhalten. So deswegen, wir sagen, ja, bei so einer Transaktion, die Plusseite ist, wo das Geld eben reinkommt und die Minusseite ist, wo das Geld eben herkommt. In dem Fall, Income wird in diesem Fall das ist quasi Geld abgezogen vom Income-Konto. Aber das ist ja kein Konto im gängigen Sinne, sondern vielmehr einfach ein abstraktes Konto, was wir eingeführt haben, sodass das mit der doppelten Buchführung überhaupt passt. Ja? So, schließlich dann hat man eben Accounts in dem Fall in dieser Balance Report sind effektiv das Geld, was wir tatsächlich haben. So, in dem Fall könnte man das als Vermögen
bezeichnen. Und die Income-Konten haben mit dem Vermögen nichts zu tun, sondern vielmehr die sind Quellen von Geld. Und wenn da Minus steht, dann heißt es, es wurde von dieser Quelle Geld abgezogen, im Sinne davon, von dieser Quelle kam Geld an uns. So, die Minuswerte sind bei den Einnahmenkonten eher positiv. Also es ist gut, dass die Minus sind. Ja? So. Bei Verbindlichkeiten, da wird es ein bisschen komplizierter. Eine Verbindlichkeit ist effektiv, wir geben Geld aus und wir wissen, dass wir es irgendwann zurückbekommen. Ja? Und das funktioniert nämlich so, dass man gibt Geld aus und wenn man Geld ausgibt, dann effektiv muss es bei uns, also bei unserem Vermögen, muss was abgezogen werden. Automatisch bei der Verbindlichkeit wird es dann positiv sein. Also wenn ich hier an meinen Freund Werner Geld ausleihe, dann dieses Konto, Liabilities, also für die Verbindlichkeit für Werner, wird positiv. Im Sinne davon, wenn Werner mir das Geld zurückgibt, dann bekomme ich wieder Geld auf mein Konto. Das heißt, es ist ein Plus, was auf mein Konto kommt. Schließlich bei einem anderen Konto muss ein Minus sein. Das heißt, da muss Geld sein, was ich abziehen kann. So. Kann man das gut verstehen? Ja, okay, ja. So, auf diese Art und Weise kann man auch Verbindlichkeiten darstellen. Und ja, wie gesagt, zum Beispiel in der Ledger-Dokumentation, wozu wir gleich kommen, steht, dass effektiv Liabilities, also Verbindlichkeiten, sind Offsets für das eigene Vermögen. Im Sinne davon, wenn die Gesamtheit von allen Verbindlichkeiten negativ sind, dann heißt es, was man eigentlich für Geld hat, was für ein Vermögen man hat, entspricht nicht es entspricht nicht dem Nettovermögen, weil da eben diesen Offset gibt wegen der Verbindlichkeiten. Und andersrum, wenn es halt positiv ist. Also, so, schließlich, das ist eigentlich alles, was doppelte Buchführung angeht. Komplizierter ist es nicht. Wie gesagt, es ist einfach diese Kirchhoffsche Regel angewandt auf Geld. Und dann, ja, wenn man Geld irgendwo abzieht, dann irgendwo muss es reinkommen. Das war's. Und jetzt, die Frage ist natürlich, will man tatsächlich einfach hier sich ein Blatt Papier holen und einfach das alles abschreiben und irgendwie selber nachrechnen, das ist doch voll uncool, wenn wir have technology. Ja? Wir nehmen einfach, wir haben etliche Programme auf unserem Rechner, was wir dafür einsetzen können. In dem Fall habe ich einige hier aufgelistet. Ich habe hier GNU Cash, was sehr buggy ist, und KMI Money, ich bin kein KDE-Nutzerin, es ist eher für KDE-Nutzerinnen, und von Scrooge gleich auch für, es sind alle Programme, die KIO noch dazu holen, und wenn man kein KDE nutzt, dann ist es einfach unnötig bloat, was man auf dem Rechner hat. Das will man nicht. Und Grisby will seit langem auch nicht maintained, und wie gesagt, ich finde, alle im Terminals arbeiten ein bisschen angenehmer, so deswegen allgemein würde ich erstmal diese halt eben aufschließen und schließlich komme ich auf Ledger. Ja? Ledger ist ein Interpreter effektiv für die Ledger domainspezifische Sprache. Man kann sogenannte Ledger Journals schreiben, wo diese Transaktionen definiert sind. Und dann entsprechend werden diese Journals ausgewertet, um Finanzberichte zu erstellen. Oder allgemein Ledger bietet verschiedene Stats zu den eingegebenen Journals. Ja? Und Ledger kann man also auf Ubuntu, Debian, Arch in den offiziellen Repositories sowieso finden. Deswegen ist zu installieren ist sehr einfach. Und ich habe ja gesagt, ich verwende sehr gerne Emacs. Es gibt einen sehr guten Major Mode für Ledger, für die Ledger domain-spezifische Sprache in Emacs eben. Und damit kann man auch Ledger viel praktischer eben nutzen, weil da die ganzen Kürzel und so auch zur Verfügung stehen. Aber schließlich, Ledger ist ja nicht, es ist nicht zu vergleichen mit jetzt GNU Cash oder ganz anderen grafischen Programmen, weil schließlich, das ist ja dann einfach ein ganz anderes Programm, wo man sich die Hotkeys merken muss und die UI merken muss. Aber Ledger ist ja nur ein Interpreter. Das heißt, man kann beliebigen Texteditor nehmen mit Syntax-Highlighting, was auch immer man will. Man muss sich halt nicht umstellen auf neue Hotkeys oder so. Man braucht bloß den Lieblingstexteditor und eben den Ledger-Interpreter. Also, sehr praktisch. Also, so, bisher war das ja immer so, dass man hat irgendwelche Transaktionen und man hat dieses Ledger-Format eben und man tippt es halt ein. Und das kann man gerne machen, wenn das Ganze sowieso nicht digitalisiert ist, dann hat man nur so Kassenzettel und die Kassenzettel muss man ja abschreiben, das geht nicht anders. Aber es gibt ja auch der Fall, wo man eben bargeldlos bezahlt hat,
zum Beispiel mit der Kreditkarte oder mit der Girokarte. Und dann hat man die ganzen Transaktionen bei Online-Banking. Ja? Und dann man kann sich die Auszüge eben runterladen und dann die Auszüge sich anschauen und das alles in die Ledger-Datei abschreiben. Aber das ist doch extrem nervig. Wer will das? Ja? So, wir brauchen jetzt eine Brücke zwischen den ganzen Kontoauszügen bei unserer Bank und unserer Ledger-Datei, die wir lokal auf dem Rechner haben. Ja? Und hier, also ich habe ja gesagt, es muss, also auch im Titel von meinem Vortrag ist es ja mit frei und quelloffener Software. Und oft gibt es das Problem, dass die Online-Banking-Seite nicht quelloffen JavaScript-Code enthält. Und dann will man gar nicht die offizielle Online-Banking-Seite nutzen, um die jeweiligen Kontoauszüge runterzuladen. Und da gibt es eine Alternative, nämlich es gibt einen offenen Standard, Home Banking Communication Interface, HBCI, den man eben nutzen kann, um mit der Bank zu interagieren über eben dieses Protokoll, ohne überhaupt die offizielle, also die Seite von der Bank nutzen zu müssen. Ja? Und es gibt bereits frei und quelloffene Implementierungen von diesem Standard, diese Bibliotheken, die man eben da hat, zum Beispiel HBCI für Java und AQ Banking. AQ Banking ist zum Beispiel bei GNU Cash bereits eingebettet. Das ist ein Vorteil von GNU Cash, wenn man über die Bugs hinausschauen kann. Über HBCI kann man mit der Bank interagieren und auf diese Art und Weise muss man gar keinen nicht freien Code auf dem Rechner ausführen. Und ja, so holt man sich eben die Kontoauszüge und die Kontoauszüge sind oft im CSV-Format. Wir haben jetzt unsere Kontoauszüge als CSV eben und da gibt es eben dieses Programm Recon und Recon kann die CSV-Dateien ins Ledger-Journal-Format quasi übersetzen. Und auf diese Art und Weise hat man so eine Pipeline effektiv, man hat die lokale Ledger-Datei, wo man einfach die Kassenzettel oder die Transaktionen, die nicht digital vorhanden sind, eben eintippt und noch dazu kommen die CSV-Dateien von der Bank und die kann man dann importieren mit Recon. Ja, und jetzt, ich habe ganz viel gesprochen über Programme, ohne überhaupt die Programme selbst zu zeigen. Deswegen mache ich jetzt ein kleines Live-Demo. Also, jetzt, das hier ist Ledger. Wie man sich das vorstellen kann, ist effektiv in einem Ledger-Journal, in so einer Journal-Datei. Es fängt an mit einem Commodity. Eigentlich kann man Ledger nicht nur für Währung, nicht nur für Geld nutzen, sondern vielmehr alles. Auch wenn man, nur Tauschhandel betreibt, dann kann man das auch und dafür auch Ledger nutzen, indem man die verschiedenen Gegenstände als Commodities hinzufügt. Ja? Und dann definiert man die Accounts, aber das ist eigentlich gar nicht nötig, weil Ledger eigentlich selbst lernt, was für Konten man hat. Also die Konten muss man gar nicht so definieren, sondern vielmehr, es reicht eigentlich schon aus, überhaupt eine Transaktion zu haben, wo diese Konten halt erwähnt werden. Ja? Aber man kann schließlich auch Konten halt separat definieren und dann kommen eben die Transaktionen dazu. Und das ist eigentlich, also in Folien habe ich so ein bisschen Pseudocode gezeigt oder allgemein so als Sinnbild und nicht offizielle Ledger-Syntax, aber die offizielle Syntax ist auch nicht so ganz anders. So, man fragt sich möglicherweise, was ist denn überhaupt das mit den Doppelpunkten? Ja? So, die Doppelpunkte helfen insbesondere, wenn man größere, sagen wir mal, sogenannte Meta-Konten haben will. So zum Beispiel, man hat Income als Metakonto im Sinne davon, man hat mehrere Einnahmequellen und man will, dass alle unter demselben Metakonto halt gelistet werden, dann hat man eben diese Schreibweise mit den Doppelpunkten. Das heißt, das sind verschachtelte Konten effektiv. Ja? Und was man da sonst hat, ist, man tippt einfach erstmal so das Datum ein und dann sagt man ja, keine Ahnung, ich bin mit der Bahn gefahren, dann habe ich Bahnticket und dann heißt es Accounts, Bankkonto und dann eben, keine Ahnung, minus so viel halt und dann das ist jetzt eine Ausgabe, so das heißt, wir haben mir Geld abgezogen von unserem Konto, das heißt, das geht jetzt irgendwo hin und wo es hingeht, ist in dem Fall in das abstrakte Konto quasi Expenses und dann sage ich Transportation zum Beispiel. Ja, und das muss ich dann kurz speichern und dann hier bei Emacs, bei Ledger Mode hat man die Möglichkeit, diesen Ledger Report auszuführen und Ledger Report hat zum Beispiel Balance und dann bekommt man eben sowas. So, jetzt sehe ich, dass ich fürs Essen 10 Euro ausgegeben habe,
da drüben die erste Transaktion und für Transportation habe ich halt 38 Euro ausgegeben und jetzt habe ich das Meta-Konto eben, Expenses, und da kann ich meine gesamten Ausgaben sehen und die jeweiligen Unterkonten bieten mir mehr Details, was mein Ausgabeverhalten angeht. Ja? Und das Gleiche hat man auch bei Accounts. In dem Fall, die sind die Vermögenskonten, also hier Barkasse und Bankkonto. Ja? Und was man in dem Fall auch sehr gerne machen kann, ist effektiv, ich habe ja Budgeting gesagt. Für Budgeting, was sich immer als sinnvoll erweist, ist, also keine Ahnung, am Anfang der Woche will man sich bestimmte Gelder halt allozieren, also im Sinne davon, ich würde gerne so viel ausgeben für das und das, und dann, was ich natürlich machen kann, ist, ich lösche mal einfach das Ganze hier. Okay, dann habe ich natürlich, wenn man mit so einer frischen Journal-Datei, mit der frischen Journal-Datei anfängt, man hat ja möglicherweise schon Geld auf den Konten. Es ist ja nicht so, dass man direkt am Anfang seines Lebens eben eine Ledger-Datei hat. Da muss man jeweils den Anfangsbestände eintragen. Und was in dem Fall sich halt lohnt, ist, dann hat man halt Begin of Journaling, ja, und dann sagt man Accounts, oder sagen wir mal lieber, Vermögen halt, und dann sagen wir Bankkonto und dann Vermögen, Barkasse und Vermögen, keine Ahnung, Tagesgeldkonto. Genau. Und dann hat man schließlich einfach als sonstiges zum Beispiel Anfangsbestand. Genau. Und das ist dann einfach so ein abstraktes Konto, was man eingeführt hat, nur um diesen Anfangsbestand halt überhaupt da drin zu haben in dem Journal. Und wie gesagt, doppelte Buchführung, das heißt, wenn ich einfach hier, keine Ahnung, ich habe auf meinem Bankkonto 3000 Euro, was auch immer, und dann Sparkasse habe ich 50 Euro und dann Tagesgeldkonto habe ich 1000 Euro. Ja. Und jetzt schließlich, ja, ich habe ja, also die Teiltransaktionen sind ja, in das Bankkonto geht 3000 Euro rein, in die Barkasse 50 Euro und dann in das Tagesgeldkonto eben 1000 Euro. Und schließlich, es muss am Ende null rauskommen. So, das heißt, ich muss gar nicht da bei Anfangsbestand explizit schreiben 4050 Euro, sondern das wird automatisch von Ledger eben berechnet. Und wenn ich das jetzt, end of buffer. Augenblick und das Speichern und Balance, und jetzt habe ich eben sonstiges Anfangsbestand minus was auch immer und dann Vermögen habe ich halt so viel. Ja. Und jetzt, wie funktioniert es mit dem Budgeting? So, wie gesagt, wir sind am Anfang der Woche und wir würden gerne, keine Ahnung, fürs, sagen wir mal, Budgeting für, wir haben Kalenderwoche, egal. Ja, und dann sagen wir, wir nehmen erstmal Geld aus dem Bankkonto. Zum Beispiel, wir sagen, ich will diese Woche nur 300 Euro ausgeben. Okay, das ist zu viel. 50 Euro ausgeben. Und dann sage ich, ja, fürs Essen gebe ich, dann mache ich Vermögen, Bankkonto, Konto, Budget. Und dann, zum Beispiel Essen. Ja, und dann sagen wir, ich will fürs Essen 30 Euro ausgeben. Ja. Und dann Vermögen, Bankkonto, Budget, Verkehr, 5 Euro für die Bahntickets. Und dann auf diese Art und Weise kann man das alles auflisten. Und schließlich dann hat man es vom Bankkonto abgezogen. Aber dann kann man sehen in dem Überblick, wie viel Geld man für die jeweiligen Bereiche noch übrig hat. Und das ist das Gute dran. So, das heißt, wenn ich, ich mache hier mal fertig und dann Bankkonto, Budget, wir haben noch 15 Euro und für 15 Euro kann ich halt irgendwie Plüschtiere kaufen, weil das ist wichtig. Ja. Ja. Und jetzt ist das eine gültige Transaktion, ja, weil am Ende haben wir wieder null. Ja. So, jetzt, wenn ich Ledger Report ausführe, jetzt habe ich immer noch im Bankkonto habe ich weiterhin 3000 Euro, weil das ist schließlich, Budget ist ein
Unterkonto von Bankkonto. Also das heißt, ich kann immer noch sehen, wie viel Geld ich auf meinem Bankkonto habe, aber ich habe bloß die jeweiligen Bereiche hier eingetragen, sodass ich halt dabei nachschauen kann, wie viel Geld ich für die jeweiligen Bereiche übrig habe. So, das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann, zum Beispiel heute nach dem Vortrag, mir 4,3 Flammkuchen hole, dann Flammkuchen auf der GPN. Ja, und dann sage ich Vermögen, Bankkonto, Budget, Essen. Und dann, das hat alles 20 Euro gekostet halt. Und dann, das geht eben Ausgaben, Essen. Ja. Und dann, wenn ich Ledger Report hier ausführe, dann kann ich noch sehen, dass ich fürs Essen dieser Woche noch 10 Euro habe. So, dann habe ich halt, wie gesagt, die jeweiligen Budgets noch im Blick und dann kann ich halt sehen, okay, so viel habe ich noch für diese Woche übrig und noch dazu kann ich halt sehen, wie viel ich bereits ausgegeben habe. Wobei, dann kommt natürlich die Frage auf, wie sollte man das lieber haben? Wie sollte man das lieber haben? Sollte man das jede Woche haben, jeden Monat, jedes Jahr? Ich würde persönlich empfehlen, dass man das für jede Woche macht, weil im Jahr dann wird es zu viele Transaktionen und dann irgendwann verliert man den Überblick und wenn es halt sich nur auf die Woche bezieht, dann also man kann auch so machen, dass, also natürlich, wenn man das jede Woche macht, dann wird man ganz viele, immer Übertrag noch abschreiben müssen, also im Sinne davon, letzte Woche hatte ich so viel Geld und dann das geht in die nächste Woche rein. Aber wenn man das halt jährlich macht, dann, das macht man halt einmal im Jahr. Dann, ja, muss man sich halt überlegen. Im Monat könnte auch Sinn ergeben. Gut, jetzt, ich habe noch 3 Minuten, ich würde gerne die letzten 5 Minuten ein paar Fragen beantworten. Und was ich noch zeigen wollte, ist HBCI, also wie man eben diese Online-Banking eben nutzt. Das Ding ist bloß, dass ich habe da leider kein Demokonto und ich wollte nicht mein eigenes Bankkonto hier nutzen. So, deswegen, ich kann halt kurz sinngemäß ein paar Sachen zeigen, aber effektiv, was ich persönlich privat nutze, ist Jamaica oder Hibiscus. Und Hibiscus kann man eben so installieren. Ich glaube, ich habe es bereits, aber Jamaica. Ups. Okay, ja. Es sind einige Pakete. Aber habe ich das überhaupt? Nein, anscheinend nicht. Aber das kann ich im Hintergrund noch tun. Effektiv, Jamaica ist so eine Plattform, ja, das geht ja richtig schnell. Jamaica ist so eine Plattform, so eine Java-Plattform, wo man verschiedene Plugins eben installieren kann, falls man J-Verein schon mal gehört hat. Ja, das läuft auch auf Jamaica. Und Hibiscus in dem Fall ist ein Plugin für Jamaica eben. Und wenn man hier Jamaica startet, was auch immer, und dann, man kann hier ein Masterpasswort eben sich einrichten. Und man braucht jeweils halt ein Plugin eben, Hibiscus. Und genau, und dann installiert man halt Hibiscus und kurz mal neu starten. Ja. Genau, und wenn man Hibiscus neu startet, dann man sieht hier verschiedene Sachen eben. Man kann verschiedene Konten da einbinden und es gibt eine Umsatzansicht, das ist eben Transactions. Und es besteht auch die Möglichkeit, über Hibiscus Überweisungen zu betätigen. Dann man geht halt eben zu Bank-Accounts und dann kann man das alles hinzufügen mit den Login-Credentials. Und dann, wenn man das eben macht, hier in Transactions gibt es dann eben die ganzen die Umsätze und dann es gibt hier Export und wenn man auf Export klickt, dann besteht jetzt die Möglichkeit eben die ganzen CSV, also die ganzen Transaktionen als CSV-Datei auszugeben. Und und wenn man eben noch dazu die CSV-Dateien so geholt hat über Jamaica und das ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, aber die andere Möglichkeit wäre, dass man das direkt über Online-Banking macht, da also
bei den gängigsten Banken sollte es auch die Möglichkeit bestehen, da einfach die Transaktion als CSV runterzuladen. Und wenn man das gemacht hat, dann gibt es, ich habe leider nicht so viel Zeit, so deswegen werde ich noch kurz hier zeigen, es gibt ein Gem, also Recon habe ich hier kurz erwähnt, Recon, ja genau, das hier ist Recon und effektiv, das ist so ein Ruby-Gem, die man installieren kann und wenn man das installiert, dann ist es eigentlich ganz einfach, dann gibt man einfach die CSV-Datei so ein als Option und dann wird das dann ausgegeben in die Ledger-Datei. Und natürlich, es gibt das Problem, dass schließlich die Konten oder beziehungsweise woher das Geld kommt, beim Kontoauszug, bei der Bank ist das nicht so immer eindeutig, weil schließlich da stehen möglicherweise nur IBAN-Nummer und es kann sein, dass man das jeweils halt nachbearbeiten muss, um die Expenses zuzuweisen, aber schließlich zumindest die Mehrheit der Arbeit wird von Recon eben erledigt, dass man die Transaktionen, die Beträge bereits in der Ledger-Datei hat und dann muss man im Nachhinein ein bisschen anpassen. Aber zumindest das Heavy Lifting wird von Hibiscus und Recon eben gemacht. Alles klar, dann das war mein Vortrag eigentlich, aber wenn irgendwelche Fragen da sind, würde ich gerne, ja. Vielen, vielen Dank. Danke für eine von den gut laufenden Live-Demos. Glückwunsch. Ja, danke. Fragen aus dem Publikum. Hallo. Oh, meine Stimme. Und zwar ist es damit auch möglich, SEPA-Mandaten zu erstellen und dort, also ich benutze ein CRM-System oder ein ERP-System und da habe ich SEPA-Mandate angelegt, aber die kommuniziert nicht mit meiner Bank. Es ist mit diesem Tool möglich, dass ich dann halt meine SEPA-Dateien runterlade, die dort eintrage und dann das Geld einziehen kann von meinen Kunden. Es kommt darauf an, wenn es darum geht, dass man eben diese SEPA-Mandaten nutzt, um per Bankeinzug irgendwas bezahlt zu bekommen effektiv. Das kann man über Hibiscus machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch entsprechend bei Ledger eingebunden werden kann. Aber zumindest in der Dokumentation von Hibiscus habe ich schon mal gesehen, dass man das irgendwie einrichten kann. Also das ist für mich leider kein Anwendungsfall. Ich würde gerne weiterhelfen, aber ja. Gibt es für das Ledger DATEV-Export? Wenn ich eine richtige GmbH habe, wollen die Steuerberater immer DATEV haben? Ledger hat es nicht, aber es gibt eine Neuimplementierung von Ledger, H-Ledger. Und H-Ledger hat eben die Möglichkeit, in verschiedensten Formaten die Ledger-Datei zu exportieren. Und das sollte bei H-Ledger vorhanden sein. Ich hätte eine Frage zum Budgeting. Ja. Ist es möglich, theoretisch monatlich irgendwie 5 € zur Seite zu tun, um dann eine Jahresendrechnung damit zu bezahlen? Nochmal. Ich weiß, dass am Ende des Jahres irgendwie ich 100 € bezahlen muss. Und ich würde das gerne monatlich in meinem Budget berücksichtigen und zur Seite legen. Okay, ja, wie du das natürlich machen kannst, ist, wenn du das wöchentlich machst, wie ich das eben gezeigt habe, könnte es schwierig sein, dann musst du dann, wie gesagt, in jeder Journal-Datei noch dazu den Übertrag halt abschreiben, aber wenn du das jährlich machst, dann ergibt das ja eigentlich ganz viel Sinn, weil schließlich dann hast du jede Woche eben eine Transaktion, die in dieses Budget-Abstraktkonto 5 € rüberschiebt, aber und dann am Ende des Jahres kannst du eben die Transaktion noch dazu einführen, also eintragen, die eben von diesem Budget-Element das Geld abzieht. So würde ich das zumindest machen. Ich habe noch eine kurze Frage bezüglich Bargeld. Trackst du wirklich jede Ausgabe, auch kleine Eurobeträge? Ja. Okay. Also was da richtig hilft, ist, man holt sich so einen Rechnungsblock und man macht immer Eigenbelege für sich selbst. Und was da auch natürlich immer hilft, ist ein Brett aus Holz und einen Nagel und dann man tut die Rechnung drauf und dann man vergisst halt nicht, die halt einzutragen. Ja. Du sagst, man soll jede Woche dann einen neuen Ledger machen. Wenn ich jetzt für die letzten 8 Wochen Ledger habe und ich will jetzt mal eine Statistik machen über alle zusammen, kann ich irgendwie die CLI nutzen, um über alle zusammen irgendwie Statistik zu machen, wie viel ich für Essen ausgegeben habe oder so? Du kannst das alle mit Cat in eine Datei eben reinschieben und dann das an Ledger geben. Also das wäre die Möglichkeit. Du hast da ja ganz viele so Subkonten angelegt, genau. Um das so einzusortieren. Inwieweit hast du denn in dem tatsächlichen Bankaccount dann
Konten, die so existieren. Ja, genau, das ist ja das Problem, also das wollte ich auch kurz ansprechen. Es ist schließlich, die Einteilung beim Kontoauszug von der Bank ist ja rein, also es passiert sich halt auf IBAN-Nummer und so. Und schließlich, die Bank kann ja nicht wissen, welchem abstrakten Konto das zugehörig ist. So deswegen, das muss man eben im Nachhinein leider nachbearbeiten. Aber so ist es halt, weil die Person, die eben das Budgeting macht, wird ja selber entscheiden müssen, welchem Bereich das halt eben gehört. Halb. Vielen, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Danke. Denn gleich beginnt der nächste. Dankeschön. Ja.